So, hallo und herzlich willkommen erstmal auf der Wiese. Das liegt daran, dass ich ein kleines bisschen rumspaziere und ich dachte, ich erzähle ein bisschen was zu schönen Themen, beziehungsweise heute erstmal zu einem. Das ist generell jetzt mal ein neues Videokonzept, mal wieder eine neue Reihe. Ich gebe zu, ich habe im Laufe meines Kanalbestehens hin und wieder mal eine neue Reihe gestartet, relativ oft sogar. Die haben nicht immer sehr lange, oh ein Buntspecht, sehr lange Bestand gehabt, diese neuen Reihen, und waren dann irgendwann wieder in Vergessenheit geraten, weil mir das Konzept, eine bestimmte Reihe aufrecht zu erhalten, manchmal ein bisschen schwerfällt. Aber ja, man kann es ja nochmal versuchen, und zwar muss ich dem Ganzen noch einen schmissigen Titel geben. Der fällt mir jetzt gerade spontan nicht ein, aber irgendwas mit gute Nachrichten, die eventuell den Planeten retten könnten und zu denen der Ben was Qualifiziertes beitragen kann. Ja, und vor allen Dingen Betonung auf gute Nachrichten bzw. gute Dinge aus der Wissenschaft, die da vielleicht wirklich eben einen sehr, sehr positiven Effekt auf die Menschheit haben könnten und die dazu führen, dass wir eventuell nicht bald aussterben. So, und ja, und wie gesagt, einfach mal ein bisschen was Positives. Ja, wenn ich auf irgendwas einen Kommentar abgebe, was im Internet so passiert, was Fälschliches zur Natur erzählt wird, oder ich mir auch Sachen suche und oder Zeug gucke einfach im privaten Konsum und feststelle, oh ja, da könnte ich eigentlich was zu sagen, aber meistens ist es ein, ja, das stimmt alles nicht, was die da sagen, und das muss man richtig stellen, ja. Und das ist negativ konjugiert. Und diese ständige Negativität, ich meine, das ist auch wichtig, dass man kritisiert, was zu kritisieren ist. Punkt. Ja? Da gibt es kein Aber. Trotzdem habe ich so ein bisschen das Bedürfnis, einfach zwischendrin mal ein paar schöne Themen anzusprechen, die eben wirklich weitgehend schöne Themen sind und wo man nicht allzu sehr in die Kontroverse bzw. gerne nachfragen, gerne fragen, ob das wirklich klappt, aber jedenfalls nicht in eine böse, in Anführungszeichen, Kontroverse geraten kann. Und ja, ein solches Thema wäre das heutige, nämlich das Vertical Farming. Das ist quasi, ja, diverse Blumenbeete übereinander stapeln sozusagen und künstliches Licht drauf anwenden, ganz grob gesagt. Weitere Ideen, die ich da noch hatte, wäre nochmal Agroforst. Hatten wir mal vor Jahren drüber geredet, gäbe es aber neue Erkenntnisse, und ich würde das vielleicht mal als kleines Remake nochmal besprechen wollen. Ist auch eine hervorragende Idee hinsichtlich der nachhaltigen Ressourcennutzung. Dann wäre noch zu erwähnen, das gute Laborfleisch. Auch eben eine schöne Idee zur nachhaltigeren Ressourcennutzung. Wie heißt's? Permakultur. Permakultur heißt das, ne? Zum Teil sind das eher agrarwissenschaftliche Themen, könnte man meinen, aber da es bei zum Beispiel auch Permakultur im Wesentlichen auch um Bodenkunde, Bodenfruchtbarkeit, damit kenne ich mich aus, und Pflanzenwissenschaften allgemein, damit kenne ich mich auch aus, geht, kann ich da auch was zu sagen, auch wenn das eigentlich eher, wie gesagt, mehr ein agrarwissenschaftliches oder gartenbauwissenschaftliches Thema wäre. Aber das wäre eben auch nochmal was, wo ich gerne mal drüber reden möchte. Ja, und das sind einfach jetzt nur mal so ein paar Beispiele, die meiner Meinung nach richtig, richtig gute Ideen sind, die eben vielleicht dem Planeten mal echt weiterhelfen können. Und da das alles vergleichsweise kurze Beiträge sein sollen, dieser hier ist etwas länger, weil ich erst noch ein Intro einquatschen muss zur Reihe, ne? Dachte ich mir, greife ich vielleicht auch ein paar Teile auf, die wir schon mal besprochen haben, aber im Rahmen von was anderem, damit die hier auch nochmal ein bisschen alleinstehend sind und eben im Kontext der Positivität, was könnte uns das nützen, und wenn es nichts nützt, dann schadet es auch nicht. Das ist also auch ganz wichtig. Also es ist hier kein entweder das klappt und rettet uns oder vernichtet uns. So eine Technologie hier anzusprechen wäre eher kontraproduktiv.
Zum Beispiel die Idee, die Atmosphäre mit ja, quasi Rauch zum Beispiel zu verdunkeln, mit Feinstaub zu verdunkeln, also weit oben, dass man den nicht einatmen muss. Das ist hochgradig umstritten. Das würde zwar dazu führen, dass sich die Erde vermutlich abkühlt, könnte im schlimmsten Fall sogar dazu führen, dass sich die Erde zu sehr abkühlt. Ist also auch ganz schwer zu sagen, wie viel man da verdunkeln müsste. Das Ganze soll quasi den Effekt von Vulkanausbrüchen, die mit ihrer Aschewolke einen ähnlichen Effekt erzeugen, der aber relativ schnell wieder abflaut, weil das hält halt nicht ewig an. Das könnte man also theoretisch künstlich herbeiführen, indem man da eben jede Menge Dreck sozusagen in die obere Atmosphäre pustet, mit völlig unkontrollierbaren Folgen, und im schlimmsten Fall geht das halt wirklich völlig schief und vernichtet die Welt, wie wir sie kennen, in Anführungszeichen, ne? Also das ist zum Beispiel keine positive Zukunftstechnologie, deren Worst-Case-Szenario darin besteht, dass sie nicht funktioniert. Also sowas möchte ich nicht drüber reden. Das wäre so die Idee. Wenn ihr da noch tolle Themenideen habt, die irgendwas mit Pflanzen, Boden oder zumindest ein bisschen Klima oder sowas in die Richtung zu tun haben, also Themen, über die ich schon referiert habe, dann gerne her damit. Was ich halt nicht machen kann, ist irgendwelche total neue Akkutechnik, super effiziente Stromversorgung, blablub, da habe ich keinen Schimmer von, ne? Ich kann höchstens mögliche Stromversorgung eben auf ihre Bio-Verträglichkeit sozusagen prüfen. Das kriege ich hin, ne? Ah, Agrophotovoltaik. Über Agrophotovoltaik wollte ich auch noch reden. Von Photovoltaik habe ich keinen Schimmer, aber das Agro in Photovoltaik, das ist spannend und macht es dann auch zum Thema, über das ich gerne mal angerissen haben wollen würde. Ja, dann können wir auch noch prinzipiell auch noch über alternative Baustoffe wie Bambus noch ein bisschen reden. Oder, ja gut, zu Hanf hatte ich mal ein Video, ne? Das wäre das Intro gewesen, und damit ziehe ich mal meinen Zettel aus der Tasche, wenn ich ihn dann finde. Da ist er. Jetzt muss ich ihn noch aufhalten mit einer Hand. Schwierig. Ja, daher kurzer Schnitt an dieser Stelle. So, ich habe ein bisschen Startschwierigkeiten. Dominik hat schon deutlich weiter gelatscht. Musste noch ein bisschen überlegen, wie ich das am besten angehe. Hat zwar einen Zettel, aber irgendwie möchte ich es doch lieber freie Schnauze machen. Also, Vertikalfarming müssen wir jetzt unbedingt, also Vertical Farming in Englisch, muss man ein bisschen abgrenzen zu irgendwelchen landwirtschaftlichen Systemen, bei der man einfach eine schräge Fläche nutzt und an der Schräge entlang oder eine Wand zum Beispiel, und dann an der Wand verschiedene rankende Pflanzen anbringt, an der Wand verschiedene Blumenkästen hier oben in der Mitte unten anbringt, einfach um mehr Fläche für seinen Garten sozusagen zu haben. Das ist ein Garten, der ein Stück weit vertikal ausgerichtet ist, aber abgesehen davon, dass man ein bisschen in die Höhe gärtnern sozusagen, bleibt es ein normaler Garten. Das ist also was anderes als Vertical Farming im engeren Sinne, beziehungsweise so, wie das derzeit so ein bisschen trendy ist in den Pflanzenwissenschaften und in der Nahrungsmittelproduktion, weil Vertical Farming findet drinnen statt. Ja, also das ist eine Indoor-Pflanzenproduktion, die im Wesentlichen dadurch Platz spart, dass sie halt vertikal ausgerichtet ist. Also ja, und da habe ich mir mal ein bisschen Bildmaterial geklaut, damit ihr mal grob was euch darunter vorstellen könnt, wie sowas aussieht. Geklaut ist das Ganze beim SRF, das ist der Schweizer Staatliche Rundfunk. Und die Sequenz dauert 15 Sekunden. Und jetzt geht sie wieder von vorne los. Das ist nämlich aus Urheberrechtsgründen tatsächlich seit dem ja, berühmten Artikel 13-Skandal so, dass man Clips von 15 Sekunden quasi immer klauen kann auf YouTube. Die muss man zwar trotzdem immer noch als Zitat kennzeichnen, und das ist saumäßig kompliziert juristisch, aber dafür kann mir auf jeden Fall keiner das Video sperren. So in diese Richtung geht's, ne? Und deswegen habe ich jetzt aus verschiedenen Quellen ein paar kleine 15-Sekunden-Clips geklaut, in Anführungszeichen. Es ist schon ein Zitat. Wir besprechen das ja auch im Detail. Ist also nach deutschem Urheberrecht also auch in Ordnung. Und diese 15 Sekunden laufen jetzt einfach quasi immer mal wieder durch. Und ja, das wollte ich jetzt einfach mal kurz ein bisschen erklärt haben. Also, das Ganze ist auf jeden Fall vertikal angeordnet, wie wir schon gesehen haben. Wird maschinell, ja, vieles wird maschinell gelöst oder kann zumindest maschinell gelöst werden, dass die Bepflanzung
Bepflanzung der Bottiche in Anführungszeichen maschinell erfolgt. Und ja, das Gießen sowieso, die Beleuchtung, alles computergesteuert. Das Ganze sieht sehr high-techig aus und das ist es auch. Und man kann das im Grunde super weit in die Höhe bauen, wenn man das dann möchte. Gibt es verschiedene Anordnungen, wie das passieren kann. Hier als quasi Licht in der Mitte und dann wirklich, wirklich richtig vertikal die Pflanzen anzubringen, kann man machen. Man kann eben aber auch Schubladen konstruieren und so weiter und so weiter. Aber einfach nur, damit man ein bisschen Bildmaterial dazu gesehen habt. Vielleicht später noch ein weiteres Beispiel. Also im Grunde kannst du ein Hochhaus, ein Greenhouse Skyscraper quasi irgendwo in eine Großstadt stellen oder ein Hochhaus, das du schon hast, räumen, statt da was weiß ich was für einen Unsinn drin anzustellen, Banker oder Versicherungen da drin unterzubringen zum Beispiel, könnte man da auch was Sinnvolles machen, nämlich Nahrung produzieren. Ja, ja, jetzt werden die Banker und Versichernden unter euch sich natürlich beschweren. Nur Spaß. Ja. Gut, und damit hätte man eben insgesamt massenhaft Nutzfläche, aber halt eben vertikal, Stockwerk für Stockwerk für Stockwerk für Stockwerk, und die einzelnen Stockwerke müssen, weil da ja keine Banker arbeiten, die im Schnitt so etwa 1,70 groß sind, vielleicht sind sie auch ein bisschen größer, ich weiß nicht, sondern nur Pflanzen wachsen müssen, die relativ klein meistens gehalten werden, reicht es, wenn so ein Stockwerk 60, 70 Zentimeter hoch ist, sondern jetzt kann man sich theoretisch vorstellen, da muss noch ein bisschen Technik eingebaut werden ins Haus und so weiter, dass man dann bei einem, keine Ahnung, 50 Meter hohen Turm, und die sind in anderen Teilen der Welt ja weitaus höher als 50 Meter, dann eben 100 Etagen der Pflanzenproduktion hinkriegt. Bedeutet für, sagen wir mal, 1 Hektar Grundfläche, also Grundfläche des Bodens, 100 mal 100 Meter ist das Gebäude vom Grundriss, und dann ziehen wir das nochmal 50 Meter in die Höhe. Dann haben wir eben entsprechend mal 100, also 100 Hektar der Produktionsfläche, obwohl wir nur 1 Hektar unserer wertvollen Erdoberfläche sozusagen verbraucht haben. Das ist eins der wesentlichen Prinzipien, das platzsparende Anbauen von Pflanzen, beziehungsweise die höhere Platzeffizienz. So, wenn du jetzt ganz viele Schubladen, Regale oder sonst was mit Pflanzen, die da wachsen sollen, übereinander stellst, dann fehlt eine wesentliche Grundlage fürs Pflanzenwachstum, nämlich Licht. Ja, und das muss dann eben künstlich hinzugefügt werden in das System. Das heißt, über jede Lage Pflanzen in ihrem jeweiligen Pottich, in dem sie drin hocken, gehört eine Lichtquelle, die zwingenderweise mindestens eine energiereiche langwellige Strahlung oder noch besser UV-Strahlung, zumindest in gewissen Wellenspektrum, abgibt. Und das wiederum heißt, dass das Ganze Energie verbraucht. Ja, das ist der große Dreh- und Angelpunkt und ein wesentlicher Knackpunkt, auf den wir nachher noch zu sprechen kommen. So, jetzt haben sie also Licht, unsere Pflänzchen, Platz haben sie auch, verbrauchen dabei wenig Platz. Was brauchen sie jetzt noch? Ja, ihr werdet es wissen, Wasser. So, und Wasser ist jetzt dahingehend erstaunlich simpel zu lösen in solchen Systemen, weil normalerweise kriegt die Pflanze Wasser hier, ne? Und was sie nicht direkt mit der Wurzel aufnehmen kann, was runterregnet, läuft hier runter, sammelt sich auf dem Weg, auf dem ich gerade rumstapfe, und versickert an dem auch irgendwann oder fließt da hinten den Hang runter und ist dann halt eben weg. Aber es ist ein natürliches Charakteristikum unserer freien Landschaft, dass Wasser nur dann verfügbar ist, kurz nachdem es geregnet hat, und dann fließt es halt irgendwo hin und dann ist es halt weg. Es versickert tief im Boden, es fließt runter zum nächsten Fluss, es verdunstet einfach wieder, weil es gerade warm ist. Was auch immer, das Wasser bleibt nicht sehr lange. In diesem geschlossenen Kreislauf, den wir innerhalb eines geschlossenen Gebäudes, eines künstlichen Ökosystems erzeugen können, können wir den Wasserbedarf für die Pflanzenkultivierung um etwa 90% reduzieren. Und das liegt eben vor allen Dingen nicht daran, dass sie dadurch weniger Wasser verbrauchen, aber wir verlieren das Wasser einfach nicht mehr. Wenn du da 10 Liter ins System packst, dann ist die einzige Möglichkeit, wie du von diesen 10 Litern irgendwas verlieren kannst, schlicht und ergreifend wirklich das Wachstum der Pflanze als solche. Wenn die Pflanze Biomasse bildet, lagert sie in der neuen pflanzlichen Biomasse ein bisschen Wasser ein, und das ist dann natürlich auch nicht mehr im Kreislauf, sondern in der Pflanze, kann dann von uns wiederum irgendwie gegessen werden, und wir scheiden das Wasser letzten Endes dann auch irgendwann wieder aus, sei es durch Ausatmen oder ja, auf dem anderen Wege, auf dem wir Wasser ausscheiden. Und nehmen wir jetzt mal an, wir würden jetzt zum Beispiel, wenn mal ganz modern zu sein, in diesen grünen,
Vertical Farming Skyscraper, noch ein paar Etagen zum Wohnen für unser eins einziehen. Ja? Und da auch noch ein geschlossenes Filtersystem für zum Beispiel die Atemfeuchtigkeit oder halt eben Urin, den wir als Tier von uns geben, einfügen und das direkt wieder in den Pflanzenkreislauf einfügen, dann würden wir also einen Teil unseres benötigten Trinkwassers quasi direkt in Form von der Pflanze essen, direkt wieder ausscheiden und schwuppdiwupp landet es wieder bei den Pflanzen, die jetzt natürlich nicht mehr da sind, aber die nächste Generation von Pflanze kann dann quasi aus dem gleichen Wasser, das zwischendurch mal durch uns gegangen ist, wieder hochwachsen und wir kriegen ein fast geschlossenes Wasserkreislaufsystem hin. Hat zufällig jemand Dune oder Dune 2 gesehen? Distillanzug oder alternativ Frank Herbert gelesen, das geht selbstverständlich auch. Dieses Prinzip des Distillanzugs, was ja super, super Science Fiction war, als Frank Herbert sich das ausgedacht hat. Also das ist ein Anzug, der im Prinzip sämtliche Körperausscheidungen an Wasser recycelt und dem Körper wieder zuführt, indem man so einen Schlauch hat, aus dem man das wieder trinken kann, was man eben ausgeschwitzt oder eben sich in die Hose gemacht hat. Ist tatsächlich so. Und ist in einem, auf einem Wüstenplaneten wie Dune, Arrakis, ne, für Fans der Serie, durchaus entscheidend, dass man eben möglichst wenig Wasser verliert. Und das könnten wir also auf diesem Wege theoretisch auch in eine menschenbelebbare, künstliche, 100% künstliche, das ist nichts natürlich, Umwelt integrieren, ist also eine reine Hightech-Vorstellung. So, jetzt Wasser allein und Licht. Licht haben wir ja durch die Lampen, ne, LEDs, Wasser haben wir beschrieben. Das reicht natürlich noch nicht. Jetzt brauchen unsere Pflanzen noch ein bisschen Mineralien, beziehungsweise generell einfach Nährelemente. Mengenmäßig recht viel Stickstoff und ansonsten so Sachen wie, das sage ich jedes Mal, Kalium, Calcium, Magnesium zum Beispiel und Phosphat sind so ein paar Sachen, die mengenmäßig relativ relevant sind. So, das müssen wir dem System tatsächlich künstlich vorzuführen. Also irgendjemand muss aus diesem Wolkenkratzer da raus und auf der Straße ein bisschen Dreck zusammenkehren. Und nach Möglichkeit enthält der Dreck genau die Nährelemente, die wir brauchen. Jeder Dreck enthält irgendwelche pflanzlichen Nährelemente. Wirklich absolut jeder Schmutz, den du irgendwo aufsammeln kannst, ist für Pflanzen nutzbar. Fast. Es sei denn, es ist reiner Wüstensand. Da wird es schwierig. Ja. Aber die meisten Schmutze, die man irgendwo aufsammeln kann, hätten eine gewisse Nährstoffverfügbarkeit für Pflanzen. So, und da schmeißt man in irgendein Messgerät, das uns sagt, wie viel ist denn da drin. Dann sagt uns das, okay, besorg mir nochmal 3 Tonnen von dem Zeug, was du da gerade reingeschmissen hast. Und auf dem Wege kann man dann mit relativ wenigen Schaufeln. Tatsächlich geht es um kleine Größenordnung, wenn man das effizient nutzen kann und auch wieder nichts verloren geht, mit wenigen Schaufeln von Dünger, mit wenigen Säcken Calcium, Kalium und so weiter und so fort, kann man dieses System am Laufen halten. Insbesondere, wenn wir beim laufenden System, ja, wer futtert denn die Pflanzen? Ja, wir. So, jetzt geben wir ja nicht nur Wasser ab, nachdem wir Pflanzen gefuttert haben, sondern auch das harte Zeug, ne? Und letzteres könnte man dann auch wieder in einem ewigen Kreislaufsystem einfach wieder als Pflanzendünger integrieren. Da geht nichts verloren, bis auf das bisschen, was wir als menschliche Biomasse sozusagen speichern, bedeutet, ein Kind, das noch wächst und noch größer wird, wird in der Zunahme an Höhe und Breite natürlich auch Sachen erstmal langfristig speichern, bis es dann irgendwann auch recycelt wird. Bedeutet, in einem, ja, für Science-Fiction-Filme durchaus gar nicht so unüblichen Szenario, dass wir unsere Toten einfach quasi wieder in unseren Garten schmeißen und sie komplett kompostieren, damit eben alles, was der Tote so im Laufe des Systems zu sich genommen hat, wieder recycelt wird und wieder Teil des Systems wird. Das klingt alles total Science Fiction, aber wird so auch noch nicht realisiert, noch nicht, wäre aber rein wissenschaftlich gesehen, bei allem, was ich über Pflanzenwissenschaften sagen kann und Nachhaltigkeit sagen kann, absolut machbar. Das geht. Hä? Ja, weil es dieses schöne Schaubild hier auch wieder vom SRF, also wieder dem Schweizer Rundfunk, gibt, wollte ich das einfach hier mal kurz reingeschmissen haben und kurz kommentieren. Es gibt im Grunde für die Wasserversorgung bzw. das grundsätzliche System der Wurzelanordnung und Wurzelversorgung in Vertical Farming Systemen diese 3 Möglichkeiten hier. Die spreche ich, glaube ich, nachher auch noch mal kurz an, aber hier passt jetzt, glaube ich, ganz gut einfach das Schaubild einmal rein. Hydroponik
Hydroponisch bedeutet, die Wurzeln hängen einfach im Wasser. Das ist dahingehend ein bisschen kritisch zu hinterfragen, weil, das habe ich euch ja auch schon ein paar Mal erzählt, dauerhaft mit der Wurzel im Wasser zu hängen, sorgt dafür, dass die Wurzel irgendwann wohl möglich keinen Sauerstoff mehr bekommt. Das ist grundsätzlich so ein Thema bei Pflanzen. Wer schon mal eine Topfpflanze ersäuft hat, weiß das. Das gilt auch ganz wesentlich bei Bäumen, dass die auch keine ständige Staunässe um die Wurzel herum gebrauchen können. Aber die Pflanzen hier werden ja nur sehr, sehr jung. Ja, die werden bestenfalls nur ein paar Tage alt, solche kleinen Microgreen-Gewächse oder so, was man momentan gerade als Vertical Farming anbaut. Und da kann man also im Grunde eine hydroponisch, also ständig im Wasser stehende Lösung anwenden. Ne? Aber für, wenn man mal irgendwann langfristig lebende Pflanzen, sogar dauerhafte Pflanzen, also die jetzt nicht einjährig, zweijährig sind, sondern potenziell eben viele Jahre alt werden können, dann müsste man, wenn man das System darauf anwendet, wahrscheinlich eine andere Lösung als hydroponisch anwenden. Und da gibt es dann eben aeroponisch. Das bedeutet, die Pflanze wird sehr regelmäßig mit Sprühstößen mit Wasser versorgt, die Wurzel. Das würde also prinzipiell auch bei einer größeren Pflanze funktionieren. Würde jetzt nicht viel dagegen sprechen, warum das nicht gehen sollte. Also auch bei einer mehrjährigen, aber du musst natürlich halt so eine Sprühanlage haben, die da regelmäßig sprüht. Das ist einfach technisch ein bisschen ein größerer Aufwand. Wird die Sau aber wahrscheinlich beim gesamttechnischen Aufwand, insbesondere bei der Hightech-Anlage, die wir eben schon mal gesehen haben, macht das die Sau nicht mehr fett, auf gut Deutsch. Ja, und dann gibt es noch aquaponisch. Da hatte ich schon überlegt, ob ich dazu nochmal ein eigenes Video mache, aber im Grunde ist das auch eine Form von Vertical Farming System, in dem man eben unten im Wasser noch Fisch schwimmen hat. Häufig sind dann Pflanzen und Wasser auch eher räumlich getrennt, also anders, dass das hier zum Beispiel dargestellt ist, dass man also oben ein Regal mit Pflanzen hat und unten hat man einen Topf mit Fisch drin. Dazu habe ich noch ein alternatives Bild. Achso, und übrigens, das Ganze kann dann bis zu 95% Wasser im Vergleich zu herkömmlichen Grünzeuganbau sparen. Ja? Ich habe selber eben im Video 90% gesagt, das halte ich für realistischer, weil es geht auch mal ein bisschen was schief, daher sind diese 95% schon sehr, sehr, sehr optimistisch, aber 90, das ist, denke ich, machbar. Anderes Bild. Jo, also unten im Becken sind die Fische. Die Fische fressen, was man ihnen reinschmeißt, vorzugsweise irgendwas Pflanzliches von den Pflanzen von oben im besten Fall. Dadurch geben die Fische dann entsprechend logischerweise auch Kot ab oder auch mal ein Fisch verreckt und man kann auch mal einen Teil vom Fisch dann wieder als Dünger oben reinschmeißen. Oder die Fischgräten beispielsweise, wenn man den Rest vom Fisch gegessen hat, aber der Fisch soll im besten Fall eben auch als Nahrungsmittel dienen. Da können auch Krebse zum Beispiel verwendet werden, muss jetzt nicht zwingend Fisch sein. So, dann gibt es da so eine lustige Pumpe, die pumpt das Wasser ein Stockwerk höher und das Wasser von den Fischen, das eben mit Nährstoffen angereichert ist, verwendet man jetzt, um die Pflanzen zu versorgen. Was die Pflanzen nicht brauchen, tropft einfach runter und landet wieder bei den Fischen, wird aber von den Pflanzen, von der Pflanzenwurzel bzw. der Erde, in der die Pflanze steckt, in diesem Fall haben die wahrscheinlich so eine Art Erde, wird das Ganze wieder gereinigt und dadurch haben die Fische dann wieder frisches Wasser. Das wird auch häufig mit Sauerstoff angereichert, einfach dadurch, dass es da oben mal eine Zeit lang durch den Boden gegangen ist. Das erhöht die spezifische Oberfläche des Wassertropfens, der nimmt dementsprechend wieder mehr Luft auf und so weiter. Wobei, das ist jetzt alles super kompliziert und da brauchen wir jetzt gar nicht so groß drüber nachdenken. Aquariumbesitzer mögen einen entsprechenden Kommentar schreiben, aber irgendwie soll das jedenfalls funktionieren, dass das Ganze mit Luft angereichert wird und ja, und dann geht das Ganze wieder von vorne los im Grunde. Ist ein ganz simples System hier, das kann man natürlich noch komplizierter gestalten mit halben tropischen Regenwäldern und allen möglichen verschiedenen Wasserbewohnern und dann wird das eigentlich ein in sich geschlossenes kleines Mini-Ökosystem, ist eine ganz, ganz tolle Sache, riesengroßes Potenzial, auch abseits vom reinen Pflanzenanbau. Daher wäre Aquaponik eigentlich schon fast nochmal ein eigenes Thema, aber mal gucken, wenn ich irgendwann noch Bock habe und ja, die lieben Aquaristiker mir diesbezüglich noch ein bisschen was erklären können.
Wir würden wahrscheinlich bei einer kompletten Umsetzung dieses Systems erstmal alle möglichen Fehler machen, hin und wieder mal unsere Pflanzen verrecken lassen, nochmal von vorne anfangen müssen, das Wasser zwischendurch vielleicht mal umkippen lassen, dann müssten wir auch nochmal von vorne anfangen, neues Wasser ins System reinbringen. Generell muss natürlich viel mehr Wasser drin sein, um auch den Trinkwasserbedarf, möglicherweise auch Duschen von uns Menschen zu ermöglichen. Man sollte dann im Übrigen auch Duschgel verwenden, das komplett biologisch abbaubar ist, im besten Fall sogar den Pflanzen noch was gibt, als ihnen zu schaden, wenn man es ihnen direkt wieder zuführt, etc. Ja, oder Duschen wird abgeschafft. Oder Waschmittel wird abgeschafft oder was weiß ich. Aber es ist ein interessanter Gedanke. Ich finde, es ist aus meiner Sicht ein wirklich ermutigender Gedanke, dass solche Systeme tatsächlich technisch und biochemisch, physikalisch, alles möglich ist. Das Einzige, was bei diesem System nicht recycelt werden kann, beziehungsweise von außen zugeführt werden muss, ist wie gesagt die Nährstoffe. Bis mal irgendwann so viele Nährstoffe im System sind, dass wir mittels menschlicher Ausscheidung und dem Müll, den wir so produzieren, nach Möglichkeit Biomüll und was weiß ich was alles, oder ja eben unseren Körpern, wenn wir mal tot sind, das dann in einem ewigen Kreislauf funktioniert. Bis dahin muss man natürlich Nährelemente zufügen. Ja? Aber der wesentliche Knackpunkt ist tatsächlich die Energie. Ja? Weil die Pflanzen brauchen ja Licht und da die ja drinnen wachsen sollen, gibt es da automatisch erstmal keins. Und selbst wenn man die jetzt künstlich beleuchtet, dann ist es auch mit der normalen Energiesparlampe, die wir so kennen, auch nicht getan, sondern die Pflanzen brauchen energiereiches Licht, sprich UV-Strahlung, und die braucht erheblich mehr Strom, um erzeugt zu werden, als zum Beispiel irgendeine Leselampe auf dem Nachttisch. Und das wäre ein Thema. Da gibt es so ein paar grobe Zahlen dazu, dass man ja so in etwa pro Tag für eine kleine Anlage schnell mal eben trotz hocheffizienter LED-Technologie, ja, auch eine UV-LED ist immer noch eine effiziente Lampe im Vergleich zu einer Glühbirne von früher. Da kommt man aber schnell auf 30, 40 Kilowatt pro Tag. Ja. Und das ist schon eine enorme Energiemenge. Das kannst du mit einem, ja, das ist im schlimmsten Fall ein kleiner E-Auto-Akku pro Tag, ja, den man da an Energie anwenden muss. Aber, muss man auch dazu sagen, das wird noch sinken, das sind ja noch nicht sehr ausgereifte Systeme. Also wenn wir dann nochmal mit der LED-Beleuchtungstechnik effizienter werden, höhere Wirkungsgrade erreichen, dann wird das sicherlich noch besser. So, außerdem hängt es noch sehr davon ab, in welcher Klimazone wir denn so einen Versorgungsturm, also kann auch eine Halle sein, ist scheißegal, wie das Gebäude aussieht. Aber egal, wo wir so eine Pflanze, so einen Turm hinstellen, kommt es natürlich darauf an, was haben wir da für eine Umgebungstemperatur. Stellen wir so einen Teil in die Arktis und nehmen mal an, die sei da noch kalt zum Zeitpunkt, wo wir das aufbauen, dann müssen wir da halt heizen. Stellen wir so ein Ding in die Sahara, dann müssen wir da halt kühlen. Ja, und das sorgt nochmal für zusätzlichen Energiebedarf. Die Luft muss möglicherweise befeuchtet werden. Überhaupt die ganze Strom, um das ganze Wasser im System zu transportieren, um den Aggregatzustand des Wassers gegebenenfalls zu dem zu ändern, was man gerade haben möchte, braucht alles Energie, muss alles irgendwie zugeführt werden. Bedeutet, der wesentliche Dreh- und Angelpunkt für das Funktionieren von Vertical Farming ist tatsächlich die Energieverfügbarkeit. So, und das bedeutet, das ist eine wunderbare Zukunft, Welt, wenn wir dann entweder sehr, sehr viel oder quasi unendlich Strom haben. Das setzt also voraus, dass wir, um das effizient nutzen zu können, noch einen zweiten wesentlichen Faktor, brauchen wir regenerative Energiequellen, die so richtig abgehen wie Schmidts Katze. Ja? Und das gibt zwei Möglichkeiten, die den dafür notwendigen Energiebedarf, wenn das wirklich einen großen Anteil der Welternährung ausmachen soll, solche Systeme wie beschrieben, die da in Frage kommen, Stand heute, ist nämlich entweder Photovoltaik, Windkraft ist endlich, es gibt nur so und so viel Wind, Windturbinen können auch nicht einen größeren Wirkungsgrad als X, weiß ich nicht mehr, 60% irgendwie, keine Ahnung, oder war es nochmal, ich habe keine Ahnung, welche Zahl das war, aber der Wirkungsgrad von Windturbinen ist aufgrund von Physik auch begrenzt und da sind wir schon recht nah dran, das heißt, da kann man nur mehr von bauen, die können aber nicht effizienter werden und da man auch nicht unendlich viel davon bauen kann, weil es halt eben nicht beliebig viel Fläche gibt, ist Photovoltaik ein Stück
Stück weit eben einfach noch mal ein bisschen mehr die Technologie, die noch an Wirkungsgrad enorm zulegen kann und dann für die Zukunft vielleicht irgendwann deutlich wichtiger sein wird als Windkraft. Noch brauchen wir auf jeden Fall beides, ne, wenn das überhaupt irgendwie klappen soll mit einer regenerativen Energieversorgung. Aber das mag sich in Zukunft dann auch irgendwann mal ändern. Ja, und die zweite mögliche Technologie, die theoretisch zur Verfügung steht, und je nachdem, welchen Physiker man fragt, und ich bin nicht Physiker genug, um das beurteilen zu können, in 30 Jahren verfügbar ist, haben sie auch schon vor 30 Jahren gesagt, und davor vor 30 Jahren. Aber vielleicht stimmt es ja diesmal, ist die Kernfusion. Ja, da gibt es ja neue Rekorde. Gerade jüngst hat man mal wieder mehr Energie als jemals zuvor aus der Kernfusion rausgeholt. Reicht natürlich noch immer hinten und vorne nicht. Es ist warm. Ja, ich traue mich immer nicht vor die Tür ohne warmes Jäckchen. Eigentlich ist es schon zu warm für warmes Jäckchen, beziehungsweise ein T-Shirt drunter anziehen würde reichen. Egal. Ja, und wenn wir angenommen durch hocheffiziente Photovoltaik und die auf jedem Haus und an diversen anderen Stellen, da können wir noch in anderen Teilen dieser geplanten Videoreihe drüber reden, da welche hinstellen würden, dann hätten wir wahrscheinlich mal gleichzeitig noch effizienter in unserem Energieverbrauch werden, also den Wirkungsgrad all unserer Technik sozusagen verbessern. Dann würde es durchaus möglich sein, dass der Strom da ist, um zu einem wesentlichen Teil der Ernährung der Menschheit aus Vertikal-Indoor-Farmsystemen beizutragen für theoretisch eine sehr, sehr hohe Zahl an Menschen. Also das ist wirklich eine richtig, richtig gute Sache. Wie gesagt, der Nachteil, noch ist das ein Energiefresser, noch wäre es bescheuert, das im großen Stil zu betreiben, weil wir dafür viel zu viel CO2 frei werden lassen, weil wir zu viel Energie verbrauchen, die eben nicht aus regenerativen Quellen stammt. Also noch doof. Ja? Also ein paar davon als Experiment und als Grundlage, um die Technologie zu lernen. Selbstverständlich, das ist wichtig, das brauchen wir auch. Aber das jetzt im riesigen Stil auszubauen, bevor wir die notwendige Energieinfrastruktur haben, um das zu versorgen, das wäre wiederum blöd. Dass aber die Technologie vorhanden ist und immer besser wird, das ist eine gute Sache. Da gibt es nämlich jetzt noch ein paar andere Vorteile, nachdem wir jetzt das Wesentliche erklärt haben. Nämlich, das Ganze ist unabhängig vom Klima überall ausbau- und anbaubar, was zu extrem kurzen Transportwegen landwirtschaftlicher Produkte führt. Ist ja ein wesentlicher Knackpunkt. Du kannst mit dieser Technologie Kiwi in Schottland anbauen, theoretisch. Muss man dazu sagen, momentan klappt es im Wesentlichen für Salatpflanzen. Für Spinat, Kopfsalat, Radicchio. Solche Sachen lassen sich derzeit am besten mit solchen Systemen erzeugen. Potenziell wäre aber auch, spricht eigentlich nichts dagegen, muss man einfach ein bisschen mehr Erfahrung mitmachen. Und es ist schwieriger zu ernten und wäre insgesamt dann personalintensiver bzw. technikintensiver, je nachdem, wenn man das jetzt auch noch auf, keine Ahnung, große Mengen von Erdbeeren, Heidelbeere, was auch immer anwenden würde. Vor allen Dingen effizient ist es mit einjährigen Pflanzen, die einfach eine begrenzte Lebensdauer haben, die man dann nochmal neu züchtet. Dauerhaft lebende Pflanzen, wie zum Beispiel Gehölzpflanzen, die ja im Grunde Jahrzehnte alt werden können oder viel älter, hat man das noch nicht so wirklich ausprobiert. Da gibt es noch wenig Erfahrung. Sieht also noch nicht so aus, als würde man das in nächster Zeit hinkriegen. Aber rein technisch gesehen ist das garantiert auch möglich. Spricht rein biologisch nichts dagegen. Also wüsste ich nicht, warum das nicht irgendwann auch gehen sollte. Ja, mir ist dann gerade noch eingefallen, es gibt da auch noch ein relativ prominentes Beispiel, der Gurken in seinem Keller anbaut, nämlich der Herr hier rechts unten, das ist der sogenannte Gregor Onk. Nee, der Gronkh halt. Weiß nicht, ob der bekannt ist. Zumindest ist es einer der bekanntesten Gaming-Let's Player vor allen Dingen, die Deutschland zu bieten hat. Wahrscheinlich ist er sogar der bekannteste. Aber in seiner Freizeit baut er Vertical Farming Gurken in seinem Keller an. Und die sehen wir hier. So eine Gurke. Naja, das ist jetzt schon mal was anderes als ein Salat. Wäre also dann schon mal ein Stück weiter. Jetzt ist vielleicht Gronkhs Gurkenkeller nicht unbedingt der aktuelle Stand der Forschung in dem Bereich. Aber ja, ich finde es einfach lustig, dass es da auch in der YouTube-Szene jemanden gibt, dem man den Gurkenanbau ist, wo gar nicht unbedingt zugetraut hätte, und so als kleine Anekdote nebenbei. Also herzlichen Glückwunsch zur Gurke. Nehmen wir mal an, jeder kriegt sein tägliches Schüssel Salat aus der nächsten Umgebung.
Das spart einen Haufen Transportkosten, insbesondere wenn wir angenommen mal jeden Mensch auf dem Planeten mit Salat versorgen wollen würden, jeder seine Schüssel Salat haben soll. Und bisher ist es so, für einen Grönländer muss die Schüssel Salat aus bestenfalls Dänemark eingeflogen werden, damit der Grönländer eine Schüssel frischen Salat hat. Im Übrigen, Gemüse, das du in Grönland kaufen kannst, ist schweineteuer und sieht wirklich nicht appetitlich aus. Ja, also frisch hat auf Grönland eine ganz andere Bedeutung, nämlich noch nicht vergammelt ist frisch, als das bei uns der Fall ist, wo so richtig frische Sachen, die gefühlt am Morgen noch in der Erde gesteckt haben, theoretisch zu kaufen gibt. Ja, vielleicht nicht unbedingt im Supermarkt, aber zumindest auf dem Markt, wenn mal wieder der Bauer Schmidt auf dem Markt vertreten ist und seine frischen Lebensmittel vom Hof mitgebracht hat und solche Sachen. Ja. Also das bedeutet einfach, dass die Transportwege, insbesondere international für exotischere Pflanzen, die werden massiv abnehmen. Wir werden enorm Energie einsparen, die wir dann wieder zur Verfügung haben, um sie in unsere Gewächshäuser reinzustecken. Ne. Wenn die Transportwege derart viel kürzer werden. Und wir wären halt unabhängig von der Klimazone für den Anbau. Also wir können überall auf der Welt Nahrungsmittel anbauen. Momentan geht das ja nur in den ja, quasi gemäßigten Breiten, wo es nicht entweder zu heiß oder zu kalt oder zu trocken oder zu nass jeweils ist, wo man normale, reguläre Landwirtschaft betreiben kann. Aber mit so einem System ist man davon völlig unabhängig und könnte eben im Prinzip Las Vegas damit versorgen, dass neben Las Vegas so ein paar Meter daneben so ein Turm steht, in dem eben dann das Gemüse für Las Vegas produziert wird. Normalerweise ist Las Vegas ja allein schon eine, ja, dass die Stadt dürfte nicht existieren. Das ist ökologisch gesehen, ist es völlig wahnwitzig, dass es Las Vegas gibt. Das ist schon ein Verbrechen eigentlich. Ne? Also ökologisch gesehen. Gut, ne? Also das wäre jetzt so der erste wesentliche Pluspunkt. Eine Vollautomatisierung ist wahrscheinlich möglich, dass diese Systeme also komplett vom Roboter versorgt werden, von der Aussaat der nächsten Pflanzengeneration, der Feststellung des Nährstoffbedarfs der Pflanze. Also man kann das ganz genau mathematisch exakt auf den Bedarf der Pflanze ermittelt rausfinden, was braucht die gerade in welcher Wachstumsphase, und spritzt ihr dann hochmaschinell computergesteuert exakt genau diese Menge an Natrium von mir aus in ihr Wasser oder sprüht ihr direkt an die Wurzel per Zerstäubung oder was auch immer, wie man das dann halt eben genau in dem Moment haben möchte. Übrigens ein wesentlicher Punkt, weshalb dieses Gemüse auch geschmacklich interessant ist, beziehungsweise dieser Salat, man kann durch die Zufuhr der Nährstoffe ein wenig variieren, wie die Pflanzen schmecken. Je nachdem, wie viel oder wenig die von was bekommen, bilden sie zum Beispiel dichtere Blätter oder weniger dichte Blätter, werden entsprechend geschmacklich ein wenig knackiger oder eben ein bisschen zarter, je nachdem wie man das haben möchte. Man könnte also auch verschiedene Sortimente von besonders zarten Salat und besonders knackigen oder besonders aromatischen Salat, der beispielsweise mit hoher UV-Strahlung großgezogen wird. Wenn die UV-Strahlung außerordentlich hoch ist, dann werden zum Beispiel Pflanzen bevorzugt, die tendenziell ein bisschen rötliche Blätter haben. Dann können sie nämlich die krasse UV-Strahlung etwas weniger oder besonders gut nutzen, je nachdem. Das ist kompliziert, da will ich jetzt nicht zu weit ausholen, aber man kriegt auch eine sehr bunten Salatplatte sozusagen damit hin, dass man mit der UV-Lichtintensität stark variiert. Auch die Menge von Gerbstoffen, die beispielsweise in der Pflanze gebildet werden, hängt davon ab, wie sehr sie zum Beispiel mit Gerbstoffen versuchen muss, als Antioxidanz gegen UV-Strahlung vorzugehen, weil UV-Strahlung ist zwar energiereich und damit kann man toll Photosynthese machen, erzeugt aber bei allem lebenden Gewebe relativ schnell Schäden bzw. zerbombt DNA. Das heißt, jedes lebende Gewebe muss sich was einfallen lassen, und die Stoffe, die dafür von Pflanzen produziert werden, erzeugen einen anderen Geschmack, als das beispielsweise eben bei Pflanzen, die kaum UV-Probleme haben, der Fall wäre. Oder gar Pflanzen, die im Halbschatten wachsen, wo UV-Strahlung eigentlich gar keine Rolle spielt, sondern nur langwellige Strahlung überhaupt nur als photosynthetisch aktives Licht zur Verfügung steht. Schmeckt wirklich unterschiedlich. Ist wissenschaftlich ganz klar belegbar, nachweisbar, dass das einen Unterschied macht. Ich meine, ob du einen Salat vom einen Acker oder vom anderen Acker beide nebeneinander stellen, probieren, da kann jeder, noch so Geschmackslegastheniker, selbst ich, feststellen, dass es da einen gewissen geschmacklichen Unterschied gibt. Ja? Oder ob der jetzt aus Kalifornien stammt oder aus Hongkong. Ne? So, und das kann man also alles steuern, gezielt,
oder dem Zufall überlassen, ist egal. Es kommt in jedem Fall viel Anpassungsmöglichkeit bei raus und das ist zumindest mal kulinarisch interessant und außerdem hochspannend, weil man, wenn man ein unterschiedliches Gefälle von UV-Strahlung hat, eben auch einfach unterschiedliche Pflanzen nebeneinander anbauen kann, die unterschiedliche Mengen von UV-Strahlung beispielsweise benötigen für ihr optimales Wachstum. Ja, optimales Wachstum ist ein wesentlicher Punkt, denn man kann mit diesen Systemen wirklich das schnellstmöglichste Pflanzenwachstum, das irgendwie biologisch möglich ist, tatsächlich herbeiführen, indem man denen quasi 24/7 maximale Menge an Nährelementen, die sie benötigen, zur Verfügung steht, maximale Menge an Wasser, nicht mehr als sie brauchen, aber genau so viel, wie sie eben brauchen, um optimal wachsen zu können. Also wirklich die perfekte Menge Wasser und die perfekte Menge Licht. Das ist übrigens nicht zwingend 24/7 immer super hell. Je nach Pflanze ist es auch hilfreich, ihr mal ein paar Stündchen nachts zu gönnen. Es gibt eine sogenannte Dunkelreaktion der Photosynthese. Die kann zwar auch bei Licht stattfinden, aber die meisten Pflanzen sind einfach nicht darauf ausgelegt, dass es 24/7 hell ist. Also je nach Pflanze kann man auch 24/7 mit Licht arbeiten. Wenn das was ist, was ein bisschen nachreifen muss zwischendrin auch mal, dann macht man halt mal ein paar Stunden das Licht aus. Ist auch nicht schlimm, spart in dem Fall dann schon Energie. Also das sind so Möglichkeiten. Es ist wirklich sensationell, was für schnelle Produktionszyklen damit möglich sind, was für eine effiziente Menge an Gemüse pro Fläche wir damit raushauen können. Wirklich, damit sind dann auch 12 Milliarden Menschen rein technisch gesehen potenziell zu ernähren, wenn die nicht noch andere Bedürfnisse außer nur Nahrung hätten, wäre das dann nochmal recht gut. Aber wir wollen ja positiv bleiben. Es ist ja eine gute Nachrichten-Video. Na klar, gibt es noch andere Herausforderungen. Ja. Soweit brauchen wir die Realität nicht ignorieren. Aber rein nahrungstechnisch ist das wirklich enormes Potenzial, was in diesem Vertical Farming drinsteckt. Die Energieversorgung vorausgesetzt. Das ist der Dreh- und Angelpunkt. Ja, geringer Platzbedarf hatte ich schon angedeutet. Sehr wenig Wasser hatte ich auch schon angedeutet. Geringe bzw. exakte Düngermengen. Exakte Düngermengen bedeutet auch, dass wir keine Überdüngung der Landschaft mehr bekommen. Dass wir nicht auf den Acker, auf den müssen wir bisher mehr Dünger draufkippen. Eigentlich bei jedem Landwirtschaftssystem, das draußen auf dem Acker stattfindet, muss man immer ein bisschen mehr draufkippen, als die Pflanzen wirklich brauchen, weil immer ein bisschen Dünger ausgetragen wird. Damit müssen wir, wenn es sich um Kunstdünger aus dem Haber-Bosch-Verfahren zum Beispiel handelt, immer mehr Dünger produzieren, als wir zwingenderweise überhaupt bräuchten. Und das ist dann wieder energieineffizient. Das heißt, wenn wir das nicht mehr müssen, werden wir wieder energieeffizienter, haben wir wieder mehr Energie übrig, um eben unsere UV-Lampchen zu betreiben und so weiter. Deswegen ist es auf meiner Meinung nach wirklich realistisch, dass sowas vorstellbar wäre. Ja, insbesondere bei einem weiteren Ausbau regenerativer Energieträger für die ferne Zukunft. Niemand von uns, der heute lebt, wird noch erleben, dass Vertical Farming einen richtig, richtig unbegrenzt, absolut notwendigen Beitrag zu unserer Ernährung liefert. Das kann ich mir nicht vorstellen. Gut, keine Pflanzenschutzmittel. Kein Unkraut. Letzteres ist deswegen wichtig, weil wann immer du noch zusätzliche Pflanzen in einer heranzuzüchtenden Kultur drin hast, die du gar nicht züchten möchtest, nehmen sie auch Ressourcen weg und du musst wieder mehr Ressourcen ausgeben, um den Verlust durch das wächst, was gar nicht wachsen soll, sozusagen wieder auszugleichen. Da keine Fremdsamen in ein solches steriles, das sollte möglichst steril abgeschlossen sein, das System, dass da kein anderes Lebewesen als das, was da drin was zu suchen hat, sprich der Gärtner, in schöner Schutzkleidung, damit er auch keine Keime reinbringt und so weiter und so weiter. Ist ein bisschen seltsames Arbeiten, würde aber wahrscheinlich funktionieren, bis mal jemand einen Fehler macht, dann stirbt alles, dann muss man wieder von vorne anfangen, hatte ich auch eben mal kurz angeschnitten. Ist nicht fehlerfrei, das System. Wir werden erst lernen müssen, das Ganze wirklich auch fehlerfrei über lange Zeiträume am Laufen zu halten. Kann dann immer noch mal auch mal was schief gehen. Deswegen bräuchte man auch genug davon, dass man bei Versagen des einen grünen Turmes sozusagen noch zwei andere da hat, die zur Not eben dann mit ein bisschen Sparsamkeit so lange mehr produzieren können, bis der dritte wieder ans Netz sozusagen geht, ans Nahrungsnetz und wieder weiterlaufen kann. Ne? Aber kein Unkraut ist ein wesentlicher Punkt. Das kann da einfach nicht reinkommen. Wo soll es denn herkommen? Aus der Natur? Ja, die ist draußen. Ja? Und
auch ganz Wesentlichen, keine Pflanzenschutzmittel. Nix, keine Insektizide, keine Fungizide, keine Herbizide, nichts dergleichen notwendig, weil in der sterilen Umgebung ja auch keine Schädlinge zu unseren Pflanzen gelangen, die da eben nur unter sich oder ihresgleichen oder anderen Arten, die ihnen aber nicht gefährlich werden können, vor sich hinwachsen. Ja? Das reduziert auch nochmal massiv den Ressourcenbedarf. Denn Pflanzenschutzmittel müssen ja auch erstmal produziert werden, sind zum Teil recht energieintensiv herzustellen. Auch nochmal ein ganz, ganz wesentlicher Pluspunkt. Außerdem ist das Gemüse, was da entsteht, grundsätzlich auch frei von Herbiziden, Insektiziden, Fungiziden oder sonstigen Zeug, was wir in unserem Essen nicht haben möchten. Ist also beste quasi Bio-Qualität, wenn man so möchte. Ne? Natürlich gar nicht. Hat nichts mit Bio. Bio im Sinne von aus dem Leben heraus. Eigentlich schon. Ne? Aber die Wachstumsprozesse sind trotzdem Biologie. Es ist einfach die krass künstlichste Form von Pflanzenzucht und fühlt sich jetzt ethisch-moralisch vielleicht vollkommen falsch an. Wie kann man das den Pflanzen nur antun? Aber dafür habe ich eben noch den letzten und ganz, 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 ganz entscheidenden, für mich persönlich absolut ausschlaggebenden Punkt, weshalb ich dieses System so toll finde, nämlich, das entlastet die vorhandene Fläche des Planeten außerhalb von unseren Gewächshäusern. Bedeutet, wenn du die gesamte Landwirtschaft nach innen verlegst, ja, und von dafür meinetwegen, keine Ahnung, die besiedelte Fläche Deutschlands, die direkt besiedelte, heißt, da wohnt absolut gerade direkt jemand drauf oder hat da seine Firma, Fabrik oder was auch immer aufgestellt. Nehmen wir mal an, die müssten wir um 10% erhöhen. Dafür würden wir 50% der momentanen Landfläche, die landwirtschaftlich genutzt wird, im krassesten Fall, wenn man alle Landwirtschaft nur noch über solche Türme in Anführungszeichen regeln würde, würden wir diese wiederkriegen. Dann haben wir auf einmal einen ganzen Haufen Platz. Und was machen wir jetzt damit? In der perfekten Welt geben wir sie der Natur zurück, sozusagen. Ja? Und erhöhen damit zum ersten Mal seit der Industrialisierung wieder die Fläche, die wirklich sich selbst überlassen bleibt und in der ja, die Natur Natur sein kann und natürliche Ökosysteme, die dann zwar anders aussehen werden, das ist heute schon klar, als das, was wir uns mal darunter vorgestellt haben, aber trotzdem kann dann auf dieser Fläche natürliche Entwicklungsprozesse, natürliche Anpassungen der Lebewesen, die da natürlicherweise vorkommen oder auch nicht natürlicherweise, sondern da irgendwie gelandet sind, weil bis dahin wahrscheinlich irgendwas Schlimmes passiert sein wird, wohl möglich, aber sie haben dann trotzdem alle Möglichkeiten, sich wieder natürlich zu entwickeln. Ja? Und das ist meiner Meinung nach ein ganz, ganz wesentlicher, toller Punkt. Und wir als Menschen, wir hocken zwar irgendwo im ollen Hochhaus und wir lassen uns von Kunstlicht berieseln und düngen unser Essen mit Eigenausscheidungen und werden am Ende auch recycelt, aber in unserer Freizeit, die wir wahrscheinlich vielleicht eventuell viel haben werden, weil KIs alles regeln, keine Ahnung, können wir in den Wald gehen. Ja, und das ist der wesentliche Knackpunkt, dass damit eben der Verbrauch an Ressourcen, die der Planet bald nicht mehr hat, wirklich auf ein vernünftiges, minimales Maß, das der Planet auch bereitstellen kann, reduziert wird. Einzige Voraussetzung, ich kann es nicht oft genug sagen, ist wirklich eine vollständig regenerative, hocheffiziente Energieversorgung. Wir brauchen genug Strom. Ja? Dann klappt das. Wenn man viel Energie aus dem Sonnenlicht insbesondere, die beste Energiequelle, die uns zur Verfügung steht, da sind sich fast alle einig, rausziehen können, dann kann das wirklich bedingungslos klappen. Ja, damit habe ich, glaube ich, auch die Nachteile im Wesentlichen angesprochen. Ja. Ein letzter Punkt vielleicht noch beim Bau dieser Anlagen. Angenommen in irgendeinem Science-Fiction-Szenario, in dem wir uns aus denen mal vollständig versorgen wollen, da muss natürlich erstmal noch enorme Ressourcenmengen aufgewendet werden, um diese ganzen Gebäude da überhaupt hinzuklatschen. Die müssen ja aus irgendwas bestehen. Die ganzen Maschinen, die das möglicherweise automatisiert abernten, die müssen auch aus irgendwas bestehen. Ja, und ein letzter Punkt noch. Momentan ist das alles noch saumäßig teuer und überhaupt nicht wirtschaftlich im Vergleich zur herkömmlichen Landwirtschaft auf dem Acker. Das ist auch
überhaupt nicht notwendig und alles noch in Ordnung. Muss man sich jetzt auch keine großen Gedanken drüber machen. Es ist eine neue Technologie. Natürlich ist die erstmal teuer. Die wird nach den Gesetzen des Marktes irgendwann auch günstiger werden. Insbesondere, wenn wir merken, dass wir darauf angewiesen sind, so Nahrung zu produzieren, weil die herkömmliche Nahrungsproduktion dann aufgrund von Witterungsextremen beispielsweise gar nicht mehr möglich ist, wie wir das kennen, oder nicht mehr die notwendigen Kalorien zur Versorgung von uns bereitstellen kann, dann werden wir ganz schnell auf so ein System ausweichen, auch wenn es dann möglicherweise teuer ist, wenn es die einzige Möglichkeit ist, noch einen Salat zu kriegen, wird man das bezahlen wollen. Und dann wird es eben auch schnell, ja eben durch Angebot und Nachfrage, vermutlich im Preis auch sinken. Daher ist, glaube ich, der Kostenfaktor auch nicht so ein Riesenhindernis, dass man deswegen die Technologie als nicht umsetzbar ansehen müsste. Ne? Zumindest nach meinem bisschen ausgeprägten, aber eher bescheidenen ökonomischen Verständnis. Das wär's gewesen. Ist eine wirklich, wirklich, wirklich tolle Technologie. Ich kann da aus meinem pflanzenwissenschaftlichen Background, auch aus meinem bodenkundlichen, pflanzenernährungstechnischen, ökologischen und allem, was ich weiß über die Vorgänge in der Natur, Background, kann ich keinen Nachteil erkennen, der dieses System nicht ausbaunotwendig erscheinen lassen würde für eine Zukunft mit noch mehr von uns und noch weniger natürlichen Ressourcen, weil wir davon schon sehr viele verbraucht haben. Aber damit kann es funktionieren und ja, das ist ja der Sinn und Zweck dieser Videoreihe, dass wir hier Technologien bzw. Dinge einfach besprechen wollen, die außerordentlich gut für alle, inklusive die Natur, sein könnten, wenn wir die dann mal irgendwann umgesetzt kriegen. Also gute Nachrichten auf gut Deutsch. Bedanke mich, macht mir persönlich großen Spaß, mal über positive Dinge zu reden. Und deswegen mache ich diese Videoreihe auch. Ich will einfach mal über Positives reden. Mir geht die ganze Negativität, auch in der Politik, im Weltgeschehen, ne? Kriege etc. pp. Geht mir tierisch auf den Senkel. Die kann man deswegen nicht ignorieren. Die sind trotzdem da und das wissen wir, denke ich, auch alle. Aber mal so einen kleinen Abstecher in eine gute Zukunft, die gut werden könnte, wo es auch nicht unmöglich ist, dass das klappt, wo es wirklich auch einen gewissen Realismus für eine gute Zukunft gibt. Das ist jetzt so ein bisschen das Ziel dieser Videoreihe. Weiß noch nicht, mit was ich weitermache. Ich hatte ja eingangs ein paar Beispiele genannt, die wir vielleicht noch ansprechen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Negative Themen ziehen grundsätzlich mehr Zuschauer an. Deswegen würde ich mich hier wirklich ein kleines bisschen mehr freuen als sonst, wenn ihr vielleicht Lust hättet, dem Ganzen ich sage das ja ganz selten, aber vielleicht wirklich einen Daumen zu geben und möglicherweise noch irgendeinen Kommentar für den Algorithmus zu schreiben, wenn ihr nichts anderes zu sagen habt, tut es auch wirklich einen Kommentar für den Algorithmus oder irgendwas anderes Kleines. Das würde einfach meiner Reichweite helfen und wäre sehr motivierend, dass man auch mit was Positivem mal zumindest ein bisschen Aufmerksamkeit generieren kann. Würde mich freuen, ne? Ausnahmsweise mal diese Bitte. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.